Hi zusammen! Wenn ihr unseren Kanal schon aufmerksam verfolgt habt, wisst ihr, dass wir schon zweimal gekocht haben. Heute gibt es aber mal ein Dessert. Heute backen wir, und zwar ausgebackene Kirschen in Straubenteig. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit. Ja, wenn ihr jetzt mit Straubenteig nicht so viel anfangen könnt, ist auch eher so ein Begriff aus Süddeutschland. Vielleicht kennt ihr Schmalzkuchen, Prilliken. So einen Teig machen wir, da kommen dann Kirschen rein und dann wird das Ganze schön in Fett ausgebacken. Ihr braucht für Krapfen, Strauben oder wie auch immer ihr den Teig nennen möchtet, auf jeden Fall, ne, was man immer zum Backen braucht, Mehl. 180 Gramm circa, zwei Eier, da muss man Eiweiß und Eigelb dann gleich noch trennen, ein bisschen Öl, Kirschen, Honig für die Süße. Tatsächlich ist es so, dass bis ins Spätmittelalter hinein fast nur mit Honig gesüßt wurde. Eine kleine Prise Salz tun wir noch da rein. Und tatsächlich auch ein 8 Liter Weißwein. Aber keine Sorge, der Alkohol ist, nachdem das schön im Fett frittiert wurde, Geschichte. Das vielleicht komplizierteste am Strauben, wie auch immer ihr ihn nennen wollt, Teig, ist, dass ihr Eiweiß und Eigelb trennen müsst. Ist aber auch gar nicht so schwierig eigentlich. Ihr schlagt das Ei einfach auf mit einem Messer, manche machen es an so einer Kante. Und dann teilt ihr die Schale in zwei Hälften und gießt immer von links nach rechts. Und dabei tropft, theoretisch, und hier sogar praktisch, das Eiweiß in eine separate Schale oder einen Kelch. Und dann kann man das Eigelb in die allgemeine Schale geben. So, immer hin und her, möglichst aufpassen, dass das Eigelb nicht kaputt geht, weil sonst, wenn Eigelb im Eiweiß landet, dann funktioniert das mit dem Eischneeschlagen nicht, was wir nämlich gleich machen wollen. Zu Hause könnt ihr natürlich gerne einen elektrischen Mixer nehmen, den es im Mittelalter natürlich auch noch nicht gab. Deshalb versuchen wir es heute mal mit einem Schneebesen Eischnee zu schlagen. Mit einem Mixer geht das super schnell. Mal gucken, wie lange wir hier brauchen. Also mit dem Mixer wäre man jetzt schon locker fertig. Fertigen Eischnee erkennt man übrigens daran, dass wenn man den Topf, die Schale, wo auch immer ihr ihn drin geschlagen habt, ein bisschen anhebt, dass er nicht rausfällt. So, den brauchen wir aber gleich erst. Als nächstes, wie gesagt, die zwei Eigelbe sind schon in der Schüssel drin. Kommen ungefähr 180 Gramm Mehl dazu. Genau, ein 8 Liter Weißwein. Und dann geben wir erstmal so einen guten Löffel Honig dazu. Oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr. So, ganz frisches Öl. Davon jetzt ungefähr einen Esslöffel. Und zum Abschluss noch eine kleine Prise Salz. Oder auch zwei. Und dann kann das Ganze auch schon wieder zu einem Teig verarbeitet werden. So, wenn euer Teig ungefähr so Pfannkuchen-teigartige Konsistenz hat, dann ist alles super. Dann können wir den Eischnee unterheben. Ganz vorsichtig, damit man die schön schaumige Konsistenz nicht gleich wieder kaputt schlägt. So, das Fett ist heiß. Dementsprechend können wir jetzt anfangen, unsere Kirschen einmal durch den Teig zu ziehen. Ne, wir haben jetzt hier Kirschen aus dem Glas. Das heißt, sie sind so ein bisschen kleiner. Wenn ihr frische habt, dann reicht es, wenn ihr eine nehmt. Ich nehme jetzt hier immer mal zwei. Gehe damit durch den Teig.
und gebe das Ganze dann in das Fett. Passt bei heißem Fett immer auf, das spritzt schnell, also immer gut Abstand halten. Oh. So, und das geht tatsächlich sehr, sehr schnell. Also passt immer gut auf, dass euch nichts verbrennt. Wenn ihr keine Lust auf ausgebackene Kirschen haben solltet, etwas einfacher ist auch mit dem restlichen Teig zum Beispiel, kann man auch einfach Pfannkuchen machen. Und auch in den Pfannkuchen können noch Kirschen. So, das sind unsere ausgebackenen Kirschen. Man kann dann am Ende auch noch ein bisschen Honig drüber machen, wenn einem die Sauerkirschen vielleicht zu sauer sind. Ja, und dann heißt es reinhauen. Und jetzt ist unser Video auch schon wieder vorbei. Also, ihr wisst, wie es läuft. Liked uns, abonniert uns und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.